Oh. Und aus. Hm. Ja, schönen guten Tag zu einer neuen Vlog-Folge vom Elevator. Mein Name ist Alex und neben mir sitzt Mirko. Hallo, zurück hier. Ja, zurück, ja, richtig. Ja. Ja, für diese Woche haben wir uns was Besonderes mal für euch herausgepickt. Musik mit dem iPhone oder mit dem iPad. Sieht man ja überall, vielerorts. Für wen ist das interessant? Was sind da wirklich sinnvolle Alternativen zu? Und das möchten wir euch heute einfach mal näher bringen. Was ist da wirklich alles möglich mit eurem Telefon? Sowohl iPad, iPhone ist das Telefon? In erster Linie Telefonie. Aber die Dinger können ja mittlerweile viel, viel mehr. Und das ist eine Sache, worüber wir auch eigentlich generell diskutieren könnten. Macht es Sinn? Ist es angebracht? Kann man damit tatsächlich Musik machen, produzieren oder eben auflegen? Auflegen. Mich hat ein DJ angerufen. Ja, genau. Sehr gut. Ja, kann man das machen oder nicht? Und darum geht's letztendlich, ne? Also du hast ja schon die beiden Sparten, sag ich mal so, angesprochen. Das ist einmal das DJing und einmal das Producing, was ja beides mit einem Telefon oder auch mit dem iPad möglich ist. Das sind letztlich diese beiden Sparten. Widmen wir uns erstmal dem DJing. Das ist richtig. Auch da würde ich nochmal vielleicht separieren, weil auch da gibt es ja quasi nochmal Unterschiede. Mit Controller oder ohne Controller. Ach, du hast mir eben zugehört. Nein. Nein. Okay. Tatsächlich hast du was davon erwähnt? Also das wusste ich jetzt einfach. Ich bin begeistert. Ich bin auch begeistert. Tatsächlich ist es ja so, dass die schlauen Füchse auf den Märkten sich halt gedacht haben, okay, da ist eine Nische, also die ganzen Apps, die halt gekommen sind, es war ja eine Flut von Apps, auf einmal gab es eine App für alles. Ja, oder für alles gibt es eine App. Und dann haben sich ein paar clevere Programmierer gedacht, dann machen wir doch so DJ-Apps halt auch. Also du sprichst jetzt von den reinen DJ-Apps? Ich rede jetzt von den reinen DJ-Apps, genau. Okay. Und dann kam halt der Markt und hat gesagt, Moment, kann man das nicht auch clever verbinden? Und passen wir das an, ja. Genau, richtig. Und was können wir daraus machen? Und dann gab es halt auch Controller dazu. Richtig, Controller. Welche fallen dir dazu ein? Mir fallen da eine ganze Menge zu ein. Ich habe da vielleicht so... Ah, hast du den Katalog, den du ja, gerade aufgeschlagen hast? Ja, okay. Ja, also mir fällt da Numark. Numark ist da ganz stark vertreten. Beispielsweise iDJ Live. iDJ Live. Was sagst du davon? Das ist so eine kleine, ein kleines Gerät, sag ich mal, für 99 Euro. Ach so, genau. Das ist so, ich glaube, ich habe meiner Nichte zu Weihnachten mal so ein ähnliches Spielzeug geschenkt mit so Tiersounds drauf. Kennst du das noch? Ja, richtig. Ja, ja. Genau. Das erinnert mich immer ein bisschen daran. Nein, das ist jetzt natürlich übertrieben. Ich finde trotzdem, was ich damit sagen möchte, für mich subjektiv betrachtet, ist es ein Spielzeug. Es ist halt sehr klein, klar, es ist eine Ergänzung zu dieser App, die es halt da gibt, zu iDJ Pro oder DJ Pro oder wie es die halt heißen mag. Ja, zumal du jetzt ein iPad besitzt. Gehen wir mal davon aus, du bist jetzt ein iPad-Besitzer. Du hast nichts anderes zu Hause, vielleicht ein Laptop oder was weiß ich. Ich möchte es ein bisschen auflegen. Wäre das dann eine Möglichkeit? Nein. Wäre für dich keine Möglichkeit? Nein, wäre es einfach nicht. Ich habe vielleicht auch andere Ansprüche. Ne? Gut, okay, wenn ich jetzt einfach nur ein iPhone-Besitzer bin oder beziehungsweise das ein iPad. Das ist iPad. Ein iPad-Besitzer bin, dann vielleicht. Dann ist es vielleicht eine Option, einfach um es mal auszuprobieren. Wenn ich vorher noch nie mit irgendwie DJ-Software oder sonstiges in Berührung gekommen bin, dann vielleicht. Dann macht es vielleicht einen Sinn so. Aber sagst du vielleicht? Ich habe vielleicht. Vielleicht, okay. Ja, vielleicht sind dann die anderen Punkte. Numark mal wieder. Also Numark ist da auf dem Markt wirklich sehr stark vertreten. Mhm. Wenn wir das hier mal einmal einblenden dürfen, hätten wir das iDJ 3. Das liegt bei 222 Euro. Mhm. Ist so ein Switcher, sag ich mal. Denn neben dem iDJ 3 haben wir das iDJ Pro. Der ist letztlich so diese High-End-Class, was eben das autarke Anspielen von Tracks auf eurem iPad dafür steht. Und das, ich guck noch mal hier rein, das iDJ Pro, das liegt bei 333 Euro. 399. Ich wollte gerade sagen, das habe ich nicht geschrieben. Schiebt das nicht auf mich. Es ist halt generell die Frage, mag ich das, möchte ich das haben? Lass uns das mal auf das Grundbasis, den Baustein quasi da drauf reduzieren. Reduzieren Sie. Was musst du machen oder beziehungsweise was für Voraussetzungen brauchst du, um das, dass das für dich interessant wird? Ein Tablet, also ein iPad in erster Linie. Ja. Und wenn du generell gerne mit dieser Kompatibilität mit dem iPad arbeitest, generell dieses touch-sensitive Ding, wenn es dir gefällt. Intensiv. Wenn dir das schon zusagt und du eh mit dem Gedanken spielst, das einmal auszuprobieren, fände ich den Gedanken wieder gar nicht so abwegig. Okay.
Okay. Es ist halt die Mobilität, die mich dabei interessiert. So, das ist der einzige Aspekt, richtig, den ich wirklich als geltendes Argument dafür sehen würde. Da sprichst du also die Mobile-DJs an. Ja, richtig, auf jeden Fall. Also das, okay, ist vielleicht eine Sache, die wirklich interessant ist, mit diesem Connecten halt. Also ich habe meinen Controller, packe mein iPad da rein und das war's. Mehr brauche ich nicht mehr. Ne? Das ist natürlich wirklich sehr wenig, was ich noch mitschleppen muss. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die sich dann noch DJs nennen dürfen, wenn die gar nicht mehr... Weißt du, das Schleppen gewöhnt sind und sowas. Ne? Also, das ist jetzt eine uralte Diskussion. Ja, gut. Ja. Ich dachte, du kannst auch gute Musik machen, ohne zu schwitzen. Ja. Ja, okay. Das geht auch. Ich kenne nur Schwitzen. Naja, das ist okay. Wir haben ja noch die andere Sparte. Richtig, genau. Das Produzieren. Und da müsste ich aber noch einmal einen kleinen Einwurf machen. Bitte. Weil es gibt ja noch... dass die Möglichkeit, mit dem iPad nicht ausschließlich eine Software anzusteuern, die letztlich den Sound wiedergibt, wie zum Beispiel die DJ-Software als solche, sondern das Ganze auch wie eine Art MIDI-Modus zu nutzen, um Traktor beispielsweise anzusteuern oder generell eure DJ-Software. Also eine Fernbedienung, wenn du so willst. Richtig, ganz genau, eine Fernbedienung. Ich habe mir das mal im Internet angeschaut, ist generell einmal eingestellt, ist nicht ganz so easy. Wenn man es aber einmal konfiguriert hat, sage ich mal, zum Beispiel mit Touch-OSC, das ist die Software, die dafür genutzt wird, um im Grunde eine Zwischenlösung zwischen eurer DJ-Software auf eurem Laptop-Rechner und dem iPad oder dem iPhone herzustellen. Für Android gibt es da auch eine Lösung. Und das ist insofern interessant, als dass ihr dann das iPad als Controller nutzt. Ich glaube, die App, die kostet TouchOSC nicht bei 3-4 €. Wie gesagt, ist ein bisschen aufwendig von der Einstellung her. Aber eine interessante Möglichkeit, verschiedene Parameter damit anzutriggern. Es ist halt, wie gesagt, auch eine weitere Möglichkeit, wie du sagst, es ist ein Controller, wenn du so willst. Es ist ein Controller. Es ist ein Controller. Und ich habe auch ein sehr interessantes Video diesbezüglich gesehen von einem Künstler, dessen Link wir vielleicht später noch einblenden können. Also unten in der Chatterbox, da kann man sich das dann aufrufen, der dieses iPad-Lösung auch benutzt. Und es ist wirklich überraschend, was er damit alles machen kann, beziehungsweise was er alles damit ansteuern kann. Da war ich sehr erstaunt darüber, dann doch, wie praktisch so diese Funktion ist, dann darüber noch eine Software steuern zu können. Eben, also genau. Das kann man nicht anders sagen. So, die Möglichkeit gibt es. Und jetzt, du wolltest jetzt den Schwenk zum Producing machen. Genau, Schwenk zum Producing. Ich weiß, so wie du weißt, dass wir beide auch selber Musik produzieren, wie wir das öfteren unbemerkt unterbewusst schon eingespielt haben. Würdest du das als Möglichkeit, wirklich ernsthafte Möglichkeit sehen, Musik zu produzieren, anhand deines Telefons oder deines iPads? Ist es für dich interessant? Ist es für dich eine Option? Es ist insofern interessant, als dass ich zum Beispiel letztens im Urlaub gewesen bin und da hatte ich... Ich habe hier so die kleine GoPro. Ja. Richtig, ja. Da hatte ich, kannst du ja mal draufhalten, da hatte ich nur so eine kleine App mir runtergeladen. DM1 heißt, das ist ein Drumcomputer und habe ich einfach hier mit Minikabel auf Minikabel mein MacBook, habe ich das Ganze verbunden. Und hab damit einfach ein paar Drums eingespielt jetzt. Ah, Step-Sequencer quasi. Step-Sequencer, ja, das finde ich immer super. Weil du es halt einfach magst. Ja, richtig, genau. Ja. Rimshots. Und das war eine witzige Ergänzung. Ne? Letztlich, wenn ich jetzt in einem Fuhrpark sitze, wo ich etliche Synthesemöglichkeiten daheim habe, sei es als VST-Basis oder eben irgendwo als analogen Klangerzeuger, nehme ich dann so einen Klangerzeuger. Weiß ich nicht, aber auch da gibt es ja wieder die Möglichkeit, meinetwegen Ableton, Logic, was auch immer, komplett mit eurem iPhone anzusteuern und anzutriggern. Und dann habt ihr wieder die Möglichkeit, als Controller zu agieren. Es gibt auch eine andere mächtige, die mir jetzt so spontan einfallen würde, von Korg, bietet die Electribe-Serie komplett als iPad-Variante an. Und ich muss sagen, das ist schon verrückt, was das Ding kann und was da für ein Sound rauskommt. Also da war ich auch sehr baff drüber, in welchem Segment wir uns da schon bewegen von Echtheit, von Klangsynthese auf einem iPad. Und es suggeriert halt auch so ein bisschen dieses Touchige. Ja, du fasst es richtig, genau. Du hast ja auch wirklich ein haptisches Feedback. Ja? Haptik, ich nehme dir das Wort mal vorweg. Und hast da halt wirklich die Möglichkeit, eben über Vibrationen oder wie auch immer man sich dann auf dem, ne, auf dem Touchdisplay das nennen mag, kriegst du wirklich ein Feedback. Und also ich finde das verrückt. Ich wirklich bin ja alter Hase in dem Fall. Ach so, ich dachte verrückt. Auch. Alter verrückter Hase. Und finde es wahnsinnig, was alles mit einem Telefon oder mit einem Tablet mittlerweile möglich ist. Ja. Und auch da ist aber auch für mich wieder der Anreiz,
die Mobilität halt. Wie du selber sagst, du hast das Ding mit in den Urlaub genommen, hast damit ein paar Grundstrukturen aufgenommen, vielleicht auch einfach zum Ideen festhalten. Gutes Stichwort, ja. Generell Ideen festhalten. Also im Zusammenhang mit Producing, denke ich, ist das auch eine ganz spannende Sache, dass man einfach im Bus und Bahn unterwegs, Arkay bietet ja auch eine Lösung an. Genau. Also da ist zum Beispiel MPC Fly, das ist jetzt eine MPC fürs iPad, also wieder noch so ein Step in die nächste Richtung. Ist auch ein stolzer Preis, ich meine, die wäre bei 199 oder sowas, glaube ich. Ne? Das kann gut sein. Weißt du etwa einen Vielleicht. Preis nicht? Weißt du etwa einen Preis? Weißt du etwa einen ich Preis Ich weiß nicht? Einen Preis, 199. Oh, habe ich etwa einen Preis gewusst? Du hast einen Preis gewusst. Ah, interessant. Das ist auch alles auf einer Seite hier übrigens. Ne? Sehr informativer Katalog. Ja. Sehr informativer Katalog. Aber genau das ist es. Die ist relativ neu, die Software, die gerade rausgekommen ist. Ich würde sie auch gerne noch mal näher unter die Lupe nehmen, wenn wir die Chance bekommen. Dann werden wir vielleicht das auch, machen können. Vielleicht ist da ja was in der Mache. Und mal gucken, was so ein Ding halt kann, so eine App. Und dann würde ich einfach mal sagen, kann man sich das da genauer betrachten. Aber genau das ist eine Lösung. Du bist unterwegs und kannst halt alles machen. Also es ist wirklich Step-Sequencer, Sound, Klangerzeugung, halt, ne, Synthese. Alles. Auch da ist dann wieder die Möglichkeit, da ist Arkay wieder sehr weit vorne, die Sachen halt quasi zu integrieren. Also das iPad quasi zum Beispiel. Die Arkay Synthstation. Genau, daran habe ich gedacht. Da gab es auch einen Blog-Testbericht. Ne? Geschrieben zum Nachlesen. Es gibt nämlich nicht nur Video. Ne? Es gibt auch einen Blog. Wir können auch schreiben. Richtig, ja. Genau. Aber genau das ist es halt. Also auch da habt ihr wieder die Möglichkeit, quasi die Controller mit der Software zu verbinden. Und ich denke, es ist ein Markt, der immer größer wird und wo die Nachfrage auch immer größer wird. Und insofern denke ich, ist das auch die Frage an euch. Richtig, seht ihr das genauso? Abschließend an euch die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich eine Möglichkeit, das Teaching anzugehen? Ist das für euch eine Einstiegsmöglichkeit, wie wir das eben mit den Numark-Geräten euch vorgestellt haben? Oder ist das komplett abwegig für euch? Nächstes Stichwort Producing. Habt ihr das vielleicht auch schon mal irgendwo in der Form, wie wir das hier gerade euch erläutert haben, in eurem Setup daheim genutzt? Schreibt uns E-Mails, Facebook, YouTube-Kanal, eure Meinung dazu. Genau, auf jeden Fall. Wir sind gespannt. Wie gesagt, den Link von der einen Person packen wir euch unten rein. Ich fände es cool, wenn ihr uns noch ein paar Links zukommen lassen würdet von vielleicht anderen Artists, die ihr kennt, die mit solchen Produkten arbeiten. Würde mich sehr interessieren, sowas mal zu sehen, von Dingen, die euch beeindrucken oder wo ihr gesagt habt, wow, und das mit dem Tablet, das mit dem Telefon? Wahnsinn. Richtig, genau. Fände ich cool, das mal zu sehen auf jeden Fall. Daraufhin trinke ich einen Schluck Kaffee und ich würde sagen, verabschieden wir uns bis nächste Woche. Bis nächste Woche.